Willkommen im Emergency Training Center. Wenn Sie das Training vorzeitig beenden möchten, drücken Sie einfach die Escape-Taste auf Ihrer Tastatur. Links unten im Bildschirm sehen Sie das Steuerungsdisplay. Zurzeit ist das Display allerdings nur zum Teil sichtbar. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schalter oben am Display, um das Display auszufahren. Gut, nun blinkt der Einsatzschalter. Wenn Sie ihn anklicken, wird das Einsatzfenster geöffnet. So können Sie sich jederzeit über Ihre Aufgaben informieren. Klicken Sie nun den Einsatzschalter an, informieren Sie sich über Ihre Aufgaben und schließen Sie danach das Einsatzfenster wieder. Informieren Sie sich am besten regelmäßig über Ihre Aufgaben und beachten Sie, dass sich diese während einer Mission ändern können, wenn die Einsatzsituation dies erfordert. Kommen wir nun zur Steuerung der Kamera, die Ihnen das Bild des Einsatzgebietes zeigt. Sie bewegen die Kamera, indem Sie den Mauszeiger an den Bildschirmrand bewegen. Versuchen Sie das jetzt einmal. Sehr gut. Sie können die Kameraposition übrigens verändern. Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder nach rechts, vor oder zurück. Probieren Sie es jetzt bitte aus. In Ordnung. Wenn Sie die Kamera näher an das Geschehen heranführen möchten, drehen Sie einfach das Rad Ihrer Maus. Okay, kommen wir zur Steuerung der Einsatzfahrzeuge. Das üben wir an der ersten Station auf dem Trainingsgelände. Wir werden jetzt den Brand eines Gebäudes simulieren. Steuern Sie das Löschfahrzeug in die Nähe des brennenden Gebäudes. Zunächst wählen Sie das Fahrzeug aus, indem Sie es mit der linken Maustaste anklicken. Gut, steuern Sie das Fahrzeug nun zu dem markierten Zielpunkt, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Zielpunkt klicken. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das brennende Gebäude. Das Tanklöschfahrzeug beginnt dann mit dem Löschen des Brandes. Warten Sie ab, bis die Flammen vollständig gelöscht sind. Schon unterwegs. Sehr gut. Das Tanklöschfahrzeug wird nun nicht mehr gebraucht. Sie können es zurück zur Basis senden. Dazu rufen Sie zuerst das Kontextmenü des Fahrzeugs auf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fahrzeug. Klicken Sie das Symbol Zurück zur Basis an. Beachten Sie, dass das Kontextmenü eines Einsatzfahrzeugs je nach Situation noch weitere Einträge enthalten kann. Auf dem Weg. Kommen wir nun zur nächsten Station auf dem Trainingsgelände. Hier haben wir einen Verkehrsunfall simuliert. In dem Unfallfahrzeug befindet sich eine verletzte Person, die gerettet werden muss. Alarmieren Sie zunächst ein Einsatzfahrzeug, das die nötige Ausrüstung mit sich führt, besetzen Sie es mit Einsatzpersonal und senden Sie es dann ins Einsatzgebiet. Öffnen Sie zuerst die Fahrzeugauswahl der Feuerwehrbasis, indem Sie auf den blinkenden Schalter des Steuerungsdisplays klicken. Gut. Hier sehen Sie eine Liste aller Feuerwehrfahrzeuge, die Ihnen im Moment zur Verfügung stehen. Klicken Sie nun den Rüstwagen an. In Ordnung. Sie sollten nun den Rüstwagen mit einem Feuerwehrmann besetzen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Mini-Porträt des Feuerwehrmanns. Ein freier Platz im Rüstwagen wird dadurch von der Einsatzkraft belegt. Sehr gut. Senden Sie jetzt den besetzten Rüstwagen ins Einsatzgebiet. Klicken Sie dazu auf den Haken am unteren Rand des Fensters. Fahrzeug eingetroffen. Gut. Der Rüstwagen ist angekommen. Lassen Sie nun den Feuerwehrmann aus dem Fahrzeug aussteigen. Klicken Sie den Rüstwagen mit der rechten Maustaste an, um das Kontextmenü des Fahrzeugs zu öffnen. Klicken Sie dort das Symbol Alle Einsatzkräfte aussteigen an. Wird gemacht. Gut so. Klicken Sie jetzt den Feuerwehrmann mit der linken Maustaste an. Das Unfallfahrzeug muss aufgeschnitten werden. Dazu braucht der Feuerwehrmann eine Rettungsschere aus dem Rüstwagen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rüstwagen und dann auf das Symbol Rettungsschere holen, um den Feuerwehrmann damit auszurüsten. In Ordnung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Unfallfahrzeug und warten Sie ab, bis es der Feuerwehrmann aufgeschnitten hat. Jawohl. Thank you.
Bei der verletzten Person handelt es sich in diesem Fall um einen sogenannten Dummy. In einem Notfall sollte die verletzte Person jetzt so schnell wie möglich vom Unfallfahrzeug weg und in Sicherheit gebracht werden. Auch das kann der Feuerwehrmann erledigen. Aber dazu muss er zunächst die Rettungsschere ablegen. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf den Feuerwehrmann sein Kontextmenü und wählen Sie dort den Befehl Ausrüstung ablegen an. Wird gemacht. Gut. Jetzt kann der Feuerwehrmann den Trainingsdummy aufnehmen. Klicken Sie den Dummy einfach mit der rechten Maustaste an. Steuern Sie den Feuerwehrmann samt Dummy zu der angezeigten Markierung. Der Feuerwehrmann hat eine sichere Entfernung zum Unfallort erreicht. Hier kann er den Dummy wieder ablegen. Öffnen Sie das Kontextmenü des Feuerwehrmanns per Rechtsklick und wählen Sie dann Person ablegen an. Ja. Gerade noch rechtzeitig. Normalerweise müsste eine verletzte Person jetzt ärztlich behandelt und anschließend abtransportiert werden. Das ist aber Thema unserer nächsten Station auf dem Trainingsparcours. Lassen Sie uns jetzt dorthin gehen. In diesem Gebäude liegt eine weitere verletzte Person. Notärztin und Sanitäter stehen schon bereit, um sich um den Verletzten zu kümmern. In diesem Training gehen wir davon aus, dass zunächst das Tor zum Gelände, auf dem sich das Gebäude befindet, geöffnet werden muss. Allerdings scheint die Elektronik zur Toröffnung defekt zu sein. Hier kann ein Ingenieur für Abhilfe sorgen, indem er den Schaltkasten repariert. Wählen Sie den Ingenieur aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den defekten Schaltkasten. So, schicken Sie die Notärztin jetzt in das Gebäude hinein. Klicken Sie die Ärztin mit der linken Maustaste an, um sie auszuwählen, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Gebäude. Auf dem Weg. Gut. Sobald eine Einsatzkraft ein Gebäude betritt, wird das Innere des Gebäudes sichtbar. Nun können Sie auch den Dummy sehen, der in diesem Training die verletzte Person darstellt. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf den am Boden liegenden Dummy, damit die Notärztin ihn behandelt. Los geht's. Beachten Sie die Lebensenergieanzeige des Patienten in der Infoleiste am unteren Bildschirmrand. Im Gegensatz zu der Anzeige von unverletzten Personen ist hier der Energiebalken rot und beinahe am Ende angelangt. Der Patient ist schwer verletzt und nicht transportfähig. Im Verlauf der Behandlung durch die Notärztin wird der Energiebalken des Patienten wieder aufgefüllt. So, die Transportfähigkeit ist hergestellt. Nun muss der Verletzte in den Rettungstransportwagen gebracht werden. Das übernehmen die Sanitäter. Wählen Sie die Sanitäter aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dummy. Ist okay. In Ordnung. Liefern Sie den Dummy nun im Rettungstransportwagen ab. Hierzu klicken Sie den RTW mit der rechten Maustaste an. Auf dem Weg. Lassen Sie die Notärztin in den Rettungstransportwagen einsteigen. Wählen Sie sie mit einem Linksklick aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den RTW. Schicken Sie dann das Fahrzeug zurück zur Basis. Auf der Fahrt dorthin wird der Verletzte von der Ärztin im Fahrzeug stabilisiert. Bin unterwegs. Damit wäre dieser Teil des Trainings beendet und wir können bei der nächsten Station weitermachen.
Dies ist die letzte Station unseres Trainingsgeländes. Hier simulieren wir eine Geiselnahme. In einem der Häuser hat sich ein Geiselnehmer mit zwei Geiseln verschanzt. Er wird bald herauskommen, um zu seinem Fluchtwagen zu gelangen. In diesem Moment müssen Sie ihn mit einem gezielten Schuss ausschalten, um das Leben der Geiseln zu retten. Bringen Sie den Scharfschützen zunächst in Stellung. Steuern Sie ihn zum angegebenen Zielpunkt. Okay. Der Scharfschütze muss nun in den Zielmodus wechseln. Klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Befehl Zielen aus seinem Kontextmenü aus. Jeden Augenblick wird nun der Geiselnehmer, dargestellt von einem rot markierten Pappkameraden, aus dem Gebäude heraustreten. Zielen Sie mit dem Zielcursor auf ihn und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um einen gezielten Schuss auf ihn abzugeben und ihn damit außer Gefecht zu setzen. Achten Sie unbedingt darauf, ausschließlich auf den Geiselnehmer zu schießen. Und vermeiden Sie es, die Geiseln zu treffen. Dann jawohl. Getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Damit haben Sie sämtliche Trainingsstationen absolviert und sind damit bereit für die Emergency-Einsätze. Viel Glück.